Servus, grüezi und herzlich willkommen zu den CATV News im Juni. Echte positive Nachrichten erreichten uns in diesem Monat aus der Schweiz. Nachdem unsere Schweizer Nachbarn Pilotversuch mit Schweizer Bioenf zustimmten, stellte die grüne Nationalrätin Leonore Porré gleich den nächsten Antrag. Die Cannabispflanze dürfte nicht im Gesetzbuch stehen, hierfür müssten lediglich 5 Gesetze geändert werden. Gemäß derzeitigen Gesetzen sind Betäubungsmittel des Wirkungstyps Cannabis verboten. Das sei nicht nur falsch, sondern auch umständlich, eben weil es gar kein Betäubungsmittel namens Cannabis gäbe. Diese Definition ist falsch, schreibt Porré. Da nicht die Pflanze ein Betäubungsmittel ist, sondern nur ein Wirkstoff namens Tetrahydrocannabinol. Wenn, gehöre also lediglich der Wirkstoff THC, nicht aber der Hanf, ins Betäubungsmittelgesetz. Schließlich seien Mohnblumen auch nicht verboten, obwohl man aus ihnen Opium gewinnen kann. Nach einigen wirklich positiven Studien in der Schweiz zum Thema Cannabiskonsum, zum Beispiel, dass die Schweizer ihren Cannabiskonsum sehr gut selbst regulieren, wird eine breite Zustimmung zur vollständigen Legalisierung der Cannabispflanze erwartet. Israel. Wie die Times of Israel und andere Medienagenturen berichteten, plant die Regierungskoalition in Israel laut gemeinsamen Statements vom 9.06.2020, man wolle das Problem der Entkriminalisierung und der Legalisierung von Cannabis lösen. So soll der private Konsum zu Genusszwecken und der Zugang zu medizinischem Cannabis erleichtert werden. Man wolle die Angelegenheit über ein verantwortungsbewusstes Modell bewerkstelligen, welches für die israelische Bevölkerung und den Staat Israel geeignet ist. Währenddessen in Deutschland. Horrormeldung aus Köln. Erst waren es nur CBD-haltige Lebensmittel, jetzt werden sogar CBD-Öle verfolgt. Also es ist unglaublich, Köln hat nun laut ihrem am 17. Juni veröffentlichten Amtsblatt untersagt, derartige Produkte in Umlauf zu bringen und das mit sofortiger Wirkung. Die Gesetzesänderung wurde direkt vollzogen, sodass dieses Gesetz schon am 18. Juni gültig war und nun keine aufschiebende Gegenklage mehr möglich ist. Eine Änderung der derzeitigen Vorschriften ist also erst wieder zu erwarten, sollte jemand erfolgreich eine Klage gegen die Stadt Köln gewinnen. Mehrere Händler schließen sich bereits zusammen. Die fassungslosen CBD-Händler, 15 Stück an der Zahl, allein im Stadtgebiet Köln, bangen jetzt um ihre Existenzgrundlage und werden sich wohl auch die ein oder andere Razzia gefallen lassen müssen. Welche Politiker für die Umsetzung der Gesetzesänderung verantwortlich ist, ist übrigens bis dato gänzlich unbekannt. Gestern, also pünktlich zum Weltdrogentag, kam von der deutschen Drogenbeauftragten Frau Daniela Ludwig die nächste unfassbare Aussage. Offenbar möchte die strikte Prohibitionistin der CSU laut einem Interview mit dem Merkur vom 26.06. ihre drogenpolitische Agenda mindestens europaweit ausweiten. Wir müssen die Samthandschuhe ausziehen, so Frau Ludwig, und fordert ein Umsteuern der EU und den Aufbau einer Drogen-Taskforce. Ich werbe auch für den Aufbau einer europäischen Schleierfahndung nach dem Vorbild Bayerns. Wir ziehen an den Autobahnen A8 und A93 extrem effizient Drogen aus dem Verkehr. So etwas europaweit auszurollen wäre dem Problem angemessen, so die Drogenbeauftragte. Auch schreckt sie nicht davor zurück, Entwicklungsländern ihre staatlichen Hilfen zu entziehen, wenn diese nicht strikt gegen den Drogenanbau vorgehen, was einer Nötigung gleichkommt. Ja, noch eine traurige Nachricht. Dr. Lester Greenspoon, intellektueller Führer der Marihuana-Legalisierungsbewegung, ist leider verstorben. Dr. Greenspoon war außerordentlicher Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School und leitender Psychiater an der Massachusetts Mental Health Center. Er war einer der frühesten Befürworter von Cannabis. Bekannt ist sein Name auch durch eine ihm gewidmete Sorte, welche durch ein besonderes Erscheinungsbild bekannt ist. Dr. Lester Greenspoon feierte seinen 92. Geburtstag am 25. Juni und verstarb am darauffolgenden Tag in seinem Bett. Ja, damit kommen auch wir zum Ende dieser Sendung und möchten euch daran erinnern, dass am 1. Juli der Ausschuss für Petition und Bürgerinitiativen
tagt. Auf Platz 29 der Tagespunktordnung ist der Wiener Aufruf, Änderungen der bestehenden Drogenpolitik im Sinne einer menschenrechtskonformen Drogenpolitik von Schadensminimierung, Eliminierung des Schwarzmarktes, Erhöhung des Jugendschutzes sowie Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten. Grundsätzliche Änderungen in der Drogenpolitik wird es wohl nicht geben. Trotzdem warten wir gespannt auf das Ergebnis und werden weiter berichten. Ja, wir wünschen euch herrliche Sommertage. Drückt die Glocke, damit ihr Bescheid bekommt, wenn die nächsten News rauskommt. Abonniert uns und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.